Herzlich willkommen bei Holly Cars. Heute schauen wir uns einen Kia Sportage 1,6 Benziner an, also ein GDI, Two-Wheel Drive, also Frontantrieb in der Spirit-Ausstattung. Der Wagen ist aus 2018, hat knappe 57.000 Kilometer gefahren, ist aus erster Hand, ist unfallfrei, hat keine Nachlackierung, ist teilweise Scheckheft gepflegt. Der erste Eintrag fehlt aus 2019, aber 2020, 21 und 22 ist durchgeführt worden. 2023 ist fällig. TÜV ist im Frühjahr 24 fällig. Und ja, es folgt jetzt erstmal die Zusammenfassung der Begutachtung und danach die Marktpreisanalyse, was ein Auszeichnungspreis sein kann und was ein fairer Kaufpreis ist, wenn der Wagen technisch und optisch in Ordnung ist. Viel Spaß damit! Kommen wir zur Zusammenfassung von der Begutachtung des Kia Sportage 1,6 GDI, also Benziner, Frontantrieb Sprint. Der Wagen steht nur auf Sommerreifen, Winterräder gibt es nicht. Kilometerstand ist knappe 57.000. TÜV ist Anfang 2024 fällig, ist aus erster Hand, ist unfallfrei, hat keine Nachlackierung, ist teilweise Scheckheft gepflegt. Also in 2019 ist die Inspektion nicht gemacht worden, in 20, 21 und 22 ist sie gemacht worden. Jetzt in 23 ist sie seit 4 Monaten überfällig. Der Wagen hat einen normalen, guten Zustand, hat ein paar optische Mängel, aber technisch ist soweit alles in Ordnung, bis halt, dass die Inspektion fällig ist. Erstzulassungsdatum ist der 20.12.2018. Dann gehen wir mal zusammen rum. Es geht los hier vorne an der Stoßstange. Da muss man die Stoßstange teillackieren. So wie auch hier Lack Smart Repair durchführen. Ansonsten 19 Zoll Leichtmetallfelgen. Die Bremsen sind auch in Ordnung. Jetzt ein bisschen leicht angerostet aufgrund der Witterung. Die Reifen sind völlig okay noch vom Profil her. Die Felge vorne links auf der Fahrerseite hat Bordsteinbeschädigung und ist auch oxidiert. Das Auto ist ein Handschalter mit Teilleder drin. Hier hat er dieses Keyless-System. Bremsen hinten. Hoffe, man sieht es. Die sind auch noch in Ordnung. Felge hinten hat keine größere Beschädigung. Stoßstange hinten und Heckklappe. Felge hinten rechts ist auch soweit in Ordnung. Getönte Scheiben sind vorhanden, Dachreling ist vorhanden, Außenspiegel klappen wir elektrisch an und Felge vorne rechts hat, soweit ich weiß, hier unten eine Kleinigkeit. Kann man machen. Motorhaube ganz wenig Steinschläge, also so gut wie keine. Genauso wie auch bei der Windschutzscheibe. Die Innenverkleidungen sind in Ordnung. JBL Soundsystem. Einstieg. Beifahrerseite. Hier ist eine Delle mit kleinen Lackschaden. Sitze sehen aber gut aus. Beifahrer-Airbag ist deaktivierbar. Elektrische Handbremse mit Auto-Hold ist dabei. Einstieg hinten rechts und Innenverkleidung hinten rechts. Außer dass es schmutzig ist,
Ist es aber auch in Ordnung, also nicht beschädigt. Armlehne hinten. Heckklappe ist manuell. Rollo ist funktionstüchtig. Innenverkleidungen sehen in Ordnung aus. Leichte Gebrauchsspuren. Der Teppich ist okay. Unten drunter Staufach. Hier oben, so wie üblich, auch Gebrauchsspuren. Tür hinten links, also Fahrerseite. Einstieg okay. Innenverkleidung okay. Sitze okay. Isofix vorhanden. Dachhimmel ist in Ordnung, beziehungsweise die Jalousie. Hier hinten ist es ein bisschen dreckig, aber nicht abgeschürft. Und zur Fahrertür. Innenverkleidung okay. Einstieg. Hier hat er eine Delle mit Lackschaden. Oben hat er auch einen kleinen Lackschaden. Knappe 57.000 Kilometer. Multifunktionslenkrad. Service ist fertig. Kalt ist es draußen. Touchdisplay getankt werden muss. Ansonsten hat man hier auch noch die Kurzwahltasten. Klimaautomatik, Klimaautomatik, zwei Zonen getrennt regelbar. Hier sieht man nach oben dann, das wird hier und hier eingestellt. So, dann haben wir hier Sitzheizung vorne, Lenkradheizung dabei. Unten haben wir noch ein paar Anschlüsse. Hier haben wir Tempomat und Cruise-System, also Tempomat und Limited-Funktion. Sechsgang-Handschalter, ein paar Käfer vorne, hinten. Rückfahrkamera. Bergabfahrassistent, Getränkehalter, Armlehne. Mit Staufach. Innenspiegel blendet automatisch ab. Dann haben wir hier ein Brillenfach oben an der Decke und das Panorama-Glasdach mit Schiebe- und Hebefunktion. Also im Grunde genommen ein bisschen was an der Optik machen, Inspektion durchführen, TÜV durchführen, an Winterräder denken, die fehlen, die Sommerreifen sind noch in Ordnung, ist aus erster Hand, unfallfrei, keine Nachlackierung, alle Borddokumente sind vorhanden und wie der Wagen gehandelt wird, zeige ich dir jetzt in der Marktpreisanalyse. Dann gucken wir jetzt mal, was man an diesen Kia Sportage an Preisauszeichnung dran schreiben kann und was ein fairer Kaufpreis ist, wenn der Wagen optisch und technisch in Ordnung gebracht wurde. Also wir suchen einen Kia
Sportage aus 2018. Wir lassen die Folgejahre offen, damit wir auch Jüngere mit einbinden können, bis in Kilometerstand von 100.000. PS bzw. kW hat der Wagen 130. Es ist ein Benziner, es ist ein Handschalter. Wir wählen also Handschalter nicht aus, weil wir die Automatikgetriebe einbeziehen wollen. Wir haben jetzt momentan ein Suchergebnis von 1386. Wenn ich jetzt Handschalter hier eingebe, bleiben da nur noch 76. Also die meisten sind Automatik und dementsprechend ist Automatik auch beliebter im Verkauf gewesen und momentan dann auch im Angebot. Der Wagen hat eine 2-Zonen-Klimaautomatik. Wir nehmen alle Klimaautomatiken mit rein. Er hat Teilledersitze. Wir lassen das an hier offen. Er hat eine Einparkhilfe hinten, vorne und Kamerasysteme, 360 Grad nicht, aber nehmen wir trotzdem mit rein. Er hat einen Tempomaten mit drin, wir nehmen aber auch den Abstandstempomat mit rein, damit man den Mehrwert auch mitfindet. Navigation ist mit dabei, Sitzheizung ist dabei. Klar, er hat Lenkradheizung und auch das Panoramaglas-Schiebedach. Das lassen wir aber allerdings auch raus, weil wir so Autos ausschließen, die zum Beispiel eine Standheizung haben oder eine Anhängerkupplung oder andere Dinge, die halt für jemand anders interessant sind. LED-Scheinwerfer sind mit drin. Und ja, das war es im Grunde genommen schon. Dann gucken wir uns die Ergebnisse jetzt mal an und sehen, ja, der erste geht hier bei 17.477 los. Ist aus dem gleichen Jahr, ist allerdings in Rot, das ist eine Geschmackssache. Der fällt aber auch aus dem Raster, denn der nächste geht schon gleich los hier bei knapp unter 20.000. Hat auch LED-Scheinwerfer, Kamera ist ein Jahr jünger, hat den gleichen Kilometerstand. Der hier ist auch ein Jahr jünger, hat ungefähr den gleichen Kilometerstand. Und hier haben wir wieder einen, der ist aus dem gleichen Jahr, ist allerdings ein Allradantrieb. Und kostet auch knappe 20. Hier wiederum, ah, das ist der gleiche. Der nächste Allrad GT-Line, also sportlich, ja, mit Vollleder dabei, etwas mehr Kilometer, aber auch der gleiche Preis, dafür aber Automatik. Noch ein GT-Line mit Panoramaglasdach, aus dem gleichen Jahr mit weniger Kilometern für 20, also ist irgendwo so die Deadline in der Preisauszeichnung maximal eine 20.490 und es geht runter bis zu 19.500. Durchschnittsverkaufspreis bzw. Auszeichnungspreis liegt also bei einer 19.990, 980. Wenn die optischen Mängel beseitigt wurden und die Inspektion gemacht wurde, dann ist ein fairer Kaufpreis bei dem Wagen zwischen 19 bis 19.5. Man darf halt nicht vergessen, dass Winterkompletträder oder Winterreifen oder Allwetterreifen noch benötigt werden für die Winterzeit. So, ich hoffe, du hattest da jetzt einen guten Eindruck, wie die Wagen so gehandelt werden, was ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist für dieses Auto. Und ja, nicht vergessen, alle meine Autos, die ich euch zeige, dir zeige, kommen über kurz, über lang auch in den Verkauf, also mach bei mobile.de zum Beispiel oder bei Autoscout einen Suchauftrag und lass dich informieren per E-Mail, wenn neue Autos eingestellt wurden. Das kannst du für diesen Kia Sportage auch machen, wenn du Interesse an diesem hast. So, und das war's schon wieder. Vielen Dank für dein Interesse. Schau dir das Video an, was ich noch für dich ausgesucht habe und du hörst mich wieder beim nächsten Video. Alles Gute, tschüss.